Hallo ihr Lieben, es grüßt euch die Katrin aus dem Timeout zu einer erneuten Yogastunde. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Ich wünsche euch dafür auch alles Gute, vor allen Dingen natürlich Gesundheit in diesen Zeiten, aber auch ganz viel Glück und Freude und dass ganz viele schöne Dinge in eurem neuen Jahr passieren mögen. Und dann möchten wir heute starten, wieder mit Yoga ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gemacht über die Feiertage. Wenn nicht, versuchen wir jetzt, unseren Körper wieder in die Bewegung zu bringen, wieder ein bisschen zu mobilisieren. Für heute könnt ihr natürlich wie immer Blöcke nutzen bei verschiedenen Positionen. Ich werde es teilweise ansagen, aber wenn ihr es spürt, dass ihr es selber braucht, benutzt sie einfach als ganz normale Hilfsmittel für euch. Ein Handtuch wie immer gerne als Stütze auch ins Becken schon am Anfang in euren Sitz legen und auch für bestimmte Positionen vielleicht nutzbar, um die Arme zu verlängern. Aber auch das sage ich euch zwischendurch. Wunderbar. Für den Anfang findet einen Sitz, in dem ihr euch gut aufrichten könnt, in dem ihr euch wohlfühlt. Jawohl. Und spürt eure Sitzbeinhöcker vielleicht so rechts und links, mal die Pobacken so ein bisschen nach außen ziehen, um die Sitzbeinhöcker intensiver am Boden oder auf der Unterlage zu spüren. Die Arme ganz entspannt auf euren Beinen oder im Schoß ablegen. Schon mal so ein bisschen aufrichten und dann schließt du deine Augen. Atmest tief durch die Nase ein und durch den Mund einmal alles aus. Nochmal tief einatmen und alles ausatmen. Gerne noch einmal. Und lass mit dem Ausatmen mal den ganzen Alltag los. Alles das, was passiert ist bisher in der Woche, an dem heutigen Tag. Und komm ganz bei dir an. Lass den Atem dann fließen, ganz ruhig und gleichmäßig. Spür, wie er kommt durch deine Nase und wieder geht durch die Nase. Und dann nimm nochmal alles um dich herum wahr, alle Geräusche, alle Bewegungen, alles, was um dich herum gerade so passiert. Und all das darf auch da sein. Es wird nur für dich im Moment unwichtiger und ziehst dich immer mehr zu dir zurück, in deinen Raum, auf deine Matte und nimmst dich wahr, wie du sitzt auf deiner Matte. Spürst all die Punkte, die den Boden berühren und lässt diese Punkte intensiver in den Boden sinken. Verwurzelst dich und schaffst dir ein ganz festes Fundament. Und dann nimmst du dir deinen nächsten Atemzug und bringst die Energie in dein Becken und richtest dein Becken etwas mehr auf. Aktivierst ganz leicht deinen Bauch, indem du den Bauchnabel sanft nach innen und oben bewegst. Und lässt mit dem Ausatmen in deinen Leisten und deinen inneren Oberschenkeln so ein bisschen los, um den Sitz angenehm zu machen. Mit dem nächsten Einatmen nimmst du die Energie und schickst sie dir eine ganze Wirbelsäule von unten nach oben und richtest dich komplett auf. Der Bauch bleibt in der leichten Anspannung, dein Brustbein hebt sich, dein Kinn bleibt parallel zum Boden ausgerichtet, dein Hinterkopf schiebt sich nach hinten und oben und die Krone des Kopfes schiebt sich in den Himmel. Mit jedem Ausatmen lässt du die Anspannung los, die zu viel ist, als erstes in deinem Gesicht. Lass Stirn und Wangen wieder weich werden. Und dann lass die Entspannung über deinen Nacken, über deine Schultern fließen, die Arme auf die Beine. Und dann spür auch, wie in deinem Brustkorb, in deinem Bauchraum sich alles sanft mit deinem Atem bewegt, ohne dass du deine Aufrichtung wieder verlierst. Nimm jedes Einatmen für die Aufrichtung und jedes Ausatmen, um das loszulassen, was gerade zu viel an Anspannung in dir ist. Und dann nimm ganz bewusst dabei
deinen Atem wahr, wie tief er eintaucht in dich. Und spür, wenn er wieder geht und alles Verbrauchte und Überflüssige mitnimmt. Wenn noch Gedanken in deinem Kopf sind, die dich ablenken von dir selbst, von deiner Yoga-Praxis, dann lass sie jetzt los. Komm immer wieder mit der Achtsamkeit, mit dem Fokus zu deinem Atem, zu dir. Denn dein Atem ist jetzt hier im Moment. Und dann nimm mit dem nächsten Einatmen beide Hände vor dein Herz. Leg deine Daumen auf dein Brustbein in Anjali Mudra. Atme nochmal ganz bewusst ein, richte dich auf. Lass ausatmen, die Schultern nochmal sinken, den Nacken entspannt. Und dann lasst uns hier die Stunde mit dreimal Om beginnen. Atme dafür tief ein, vollständig aus, tief ein. Lass es ausklingen für dich und lass die Hände wieder zurückgehen auf den Schoß oder auf deine Beine. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug, lass nochmal alles los und dann nimm mit dem nächsten Einatmen ganz bewusst die Schultern mit nach oben zu den Ohren und mit dem Ausatmen schieb die Schultern über hinten tief. Einatmen über vorne wieder hoch. Und mit dem Ausatmen schiebt die Schultern über hinten tief. Lass die Bewegung immer größer werden. Und lass den Atem die Bewegung anführen. Der Atem kommt immer zuerst und die Bewegung folgt dem Atem. Nochmal einatmen, die Schultern gehen nach vorne, oben, so weit wie es geht. Und mit dem Ausatmen schiebt die Schultern über hinten ganz weit nach unten. Nochmal einatmen, über vorne hoch, mit dem Ausatmen weit nach hinten unten. Ein letztes Mal einatmen, große Bewegung nach oben und ausatmen, weit hinten tief. Bleib hier und lass dein Kinn zum Brustbein sinken. Öffne hier sanft deine Augen, lass den Blick wieder klar werden. Schenk dir ein Lächeln und das Versprechen, auf dich zu achten während der Yogastunde und auf deinen inneren Yogalehrer zu hören. Und dann heb den Blick wieder an mit deinem Lächeln und atme ein, nimm die Arme mit über die Seite nach oben und mit dem Ausatmen schieb alles weg von dir, mach dich ganz weit auseinander. Nochmal einatmen, hoch, lang, lass die Schultern bewusst unten und schieb ausatmend alles weg von dir. Gerne nochmal einatmen nach oben, mit dem Ausatmen alles wegschieben. Atme hier nochmal ein nach oben und jetzt dreh dich in der Länge auf deine linke Seite, atme aus und setz die Hände hinter dir bzw. auf deinem linken Knie ab. Atme hier ein, schieb die Sitzbeinhöcker in den Boden, richte dich auf und mit dem Ausatmen dreh dich etwas mehr nach links. Atme ein, nimm die Arme über die Seite wieder mit nach oben, komm in die Mitte, schieb ausatmend alles weg von dir. Nochmal einatmen, hoch, in der Länge, dreh dich nach rechts, atme aus, setz die Arme ab. Atme ein, richte dich auf und mit dem Ausatmen dreh dich mehr nach rechts. Atme ein, die Arme über die Seite nach oben, in die Mitte zurück. Ausatmen, schieb weg von dir. Einatmen, hoch. Dreh dich nach links, atme aus,
Einatmen aufrichten und mit dem Ausatmen mehr nach links drehen. Einatmen nach oben, in der Mitte ausatmen. Einatmen wieder länger, lass die Schultern tief. Dreh dich nach rechts, atme aus, setz die Arme ab. Atme ein, richte dich auf, atme aus, dreh dich mehr nach rechts. Immer wieder vom Bauchnabel über Brustbein und Schultern in die Rotation. Einatmen, die Arme nach oben, ausatmen in der Mitte. Wunderbar, bleib hier, atme nochmal mit beiden Armen ein. Atme aus, schieb alles weg. Lass die rechte Hand am Boden stehen, atme ein mit links nach oben, schaff Länge. Atme aus, neig dich zur rechten Seite. Schau, dass die rechte Schulter weg bleibt vom Ohr und dass deine Sitzbeinhöcker fest am Boden bleiben. Komm einatmen, wieder hoch in die Mitte und ausatmen, setz ab. Einatmen, rechter Arm Länge und ausatmen nach links. Die linke Schulter bleibt tief, Sitzbeinhöcker geerdet. Komm einatmen, wieder hoch, ausatmen tief. Einatmen mit links und ausatmen nach rechts. Einatmen zurück in deine Mitte, ausatmen, absetzen. Einatmen mit rechts und ausatmen weit nach links. Sehr schön. Komm einatmen, wieder hoch in deine Mitte und ausatmen, setz ab. Sehr gut. Beide Arme einatmen hoch, ausatmen, schieb weg von dir. Wunderbar. Setz die Hände neben deinem Gesäß mal auf. Eventuell nimmst du auch deine Stütze im Becken einmal hinter dir weg. Gehst so ein bisschen zurück, nimmst die Beine mal nach oben, streckst die Beine mal aus, bewegst sie mal kurz und dann legst du sie einmal in die ungewohnte Position ab. Ja? Schau mal, dass du auch hier wieder einen guten Sitz findest, Sitzbeinhöcker geerdet. Sehr schön. Hier nochmal einatmen und ausatmen. Schieb alles weg von dir. Atme ein, bleib lang und dreh dich nach rechts. Atme aus, setz die Hände wieder ab. Einatmen, Länge, Herz anheben und ausatmen, mehr nach rechts drehen. Einatmen, beide Arme nach oben, in die Mitte. Schieb ausatmen, alles weg. Nochmal einatmen, hoch, Schultern bleiben tief. Dreh dich nach links, atme aus, setz die Hände ab, atme ein, schaff Länge und mit dem Ausatmen dreh dich mehr nach links. Einatmen, die Arme über die Seite nach oben, zurück in die Mitte, schieb ausatmen, alles weg. Einatmen, Länge, dreh dich nach rechts, nach rechts und setz die Hände ab. Atme ein, schaff die Länge und ausatmen, noch mehr nach rechts drehen. Einatmen nach oben, ausatmen in der Mitte, einatmen Länge und ein letztes Mal ausatmen auf deine linke Seite. Einatmen Länge, ausatmen mehr nach links drehen. Einatmen, komm hoch, zurück in die Mitte und atme hier aus. Noch einmal mit beiden Armen einatmen hoch, ausatmen. Absetzen. Lass die linke Hand stehen. Atme mit rechts ein, schaff Länge und ausatmen weit nach links. Sitzbeinhöcker bleiben geerdet, Schulter bleibt tief auf der linken Seite. Einatmen wieder hoch, aus tief. Einatmen mit links, ausatmen nach rechts. Einatmen wieder hoch und ausatmen, absetzen. Nochmal einatmen mit rechts, schaff Länge, Schulter tief. Ausatmen nach links, bleib mit den Sitzbeinhöckern fest am Boden und komm einatmen wieder hoch, ausatmen, absetzen. Letzte Mal einatmen links und ausatmen weit auf die rechte Seite. Einatmen wieder hoch in die Mitte und ausatmen, absetzen. Einatmen mit beiden Armen nach oben, ausatmen, schieb nochmal alles weg. Erde die Hände neben deinem Gesäß und geh nochmal zurück und entspann deine Beine. Dann darfst du sie wieder lang nach vorne schieben, mal bewegen, die Beine auf und ab, vielleicht auch mal die Füße so ein bisschen ein- und ausdrehen. Sehr gut. So. Und dann bleibst du hier und öffnest jetzt einmal deine Beine so ein bisschen in eine Grätsche. Nimmst ruhig die Hände an deine Knie und richtest dich so richtig schön auf. Jawohl.
Ja, ich zeige es nochmal von der Seite. Dass du richtig schön hier dein Becken einmal nach oben holst, dich richtig auf die Sitzbeinhöcker ziehst. Wunderbar. Und von hier aus bleibst du im Oberkörper in der Aufrichtung und schiebst jetzt ganz langsam mal deine Beine so ein bisschen mehr in die Länge. Schaust mal, was geht, was auch in der Grätsche geht, sodass du dein Becken in dieser Aufrichtung halten kannst. Ja? Und dann bleiben deine, oder werden deine Beine ganz aktiv. Du schiebst die Fersen weg von dir und ziehst die Zehenspitzen ran zu dir. Jawohl, wunderbar. Atme hier mal ein, erstmal dein Herz anheben, schön groß werden, aufgerichtet. Ausatme die Schulter nochmal tief. Jawohl, dann atme ein über die Seite nach oben, die Arme mitnehmen, die Schultern bleiben tief. Und dann drehst du dich mit dem Oberkörper einmal zu deinem linken Bein und mit dem Ausatmen ziehst du dich lang nach vorne Richtung deiner Zehenspitzen. Du musst nicht ankommen, du ziehst dich einfach nur in die Länge nach vorne, versuchst den Bauch Richtung Oberschenkel zu bringen. Jawohl. Einatmen, bring dich lang nach oben, dreh dich in die Mitte zurück, atme aus. Nochmal einatmen, lang nach oben. Dreh dich zu deinem rechten Fuß und mit dem Ausatmen zieh dich lang nach vorne. Jawohl. Einatmen, wieder hoch, zur Mitte zurück und ausatmen. Nochmal einatmen nach oben. Dreh dich nach links, schau den linken Fuß an und zieh dich lang nach vorne zum linken Fuß. Jawohl. Bleib geerdet mit deinen Sitzbeinhöckern. Und komm einatmen, wieder hoch. Dreh dich zurück in die Mitte, atme aus. Einatmen, Länge schaffen, lass die Schultern tief. Dreh dich nach rechts, schau den rechten Fuß an. Und mit dem Ausatmen schaff ganz viel Länge. Zieh dich nach vorne zum rechten Fuß. Bleib hier. Komm einatmen, wieder hoch. In die Mitte und ausatmen, tief. Sehr schön. Noch einmal hier einatmen, hoch und jetzt schau wieder deinen linken Fuß an und zieh dich mit dem Ausatmen weit nach vorne. Nochmal hier einatmen und noch mehr Länge schaffen. Die Hände, die Arme, die Brust zieht mehr nach vorne und die Sitzbeinhöcker schiebst du wieder zurück in den Boden. Und mit deinem nächsten Ausatmen lässt du dich einfach da, wo du gerade bist, sinken nach unten. Darfst mit den Händen das greifen, was da gerade ist. Ohne zu ziehen. Du bleibst einfach nur da. Atmest ein und aus und lässt dich immer mehr zu deinem linken Bein sinken. Lass die Schultern entspannt sein. Lass deinen Atem fließen, ruhig und gleichmäßig. Spür deine Sitzbeinhöcker am Boden. Und nimm wahr, wie du mit jedem Ausatmen tiefer sinken darfst. Noch einmal ein- und ausatmen. Und dann kommst du langsam Wirbel für Wirbel aufgerollt nach hinten oben wieder in den aufrechten Sitz. Schaust immer noch den linken Fuß an, atmest ein in die Länge und drehst dich zurück in die Mitte. Atmest aus. Sehr schön. Einatmen, schaff wieder die Länge, lass die Schultern tief, dreh dich nach rechts, schau den rechten Fuß an und zieh dich ausatmen weit nach vorne, als wenn du über den Fuß schauen möchtest. Jawohl. Hier nochmal einatmen, noch mehr Länge, zieh dich wieder mehr nach vorne und schieb die Sitzbeinhöcker wieder zurück. Jawohl. Und dann mit dem Ausatmen darfst du dich sinken lassen zu deinem linken Bein. Nimmst das, was gerade da ist, hältst dich daran fest, ohne zu ziehen. Konzentrierst dich auf deinen Atem und darfst in solchen Momenten immer direkt die Augen wieder schließen, um wahrzunehmen, wo du das spürst in deinem Körper und wo du vielleicht auch spürst, dass dein Körper dagegen ankämpft, versucht festzuhalten. Und da versuchst du über den Atem loszulassen.
das auch wahrzunehmen, wie du innerlich deine Anspannung loslassen kannst. Nimm dir hier noch 3 schöne Atemzüge. Spür, wie du mit jedem Ausatmen tiefer Richtung Bein sinkst. Letzter Atemzug. Und dann kommst du mit dem nächsten Einatmen ganz langsam wieder aufgerollt zurück in den aufrechten Sitz mit Blick zu deinem rechten Fuß. Atmest hier ein, nimmst die Arme über die Seite mit und kommst zurück in die Mitte. Atmest hier aus. Sehr schön. Atme hier nochmal ein. Wunderbar. Und jetzt dreh dich noch einmal zu deinem linken Fuß. Jawohl, bleib hier mit dem Blick nach links und jetzt bring aber deinen rechten Arm nach unten. Entweder stellst du ihn einfach so auf dem Boden vor oder innerhalb deines rechten Beines ab oder du kannst dir hier auch den Boden näher holen und einen Block dazwischen setzen, wenn der Boden sehr weit weg ist. Und dann atmest du nochmal ein, ziehst nochmal links richtig lang nach oben und mit dem Ausatmen neigst du dich jetzt auf die rechte Seite und du schiebst deinen rechten Arm so am inneren Bein entlang, so ein bisschen als Stütze und auch ein bisschen als Mittel, um dich mehr zu öffnen. Ziehst deinen linken Arm Richtung rechten Fuß. Jawohl, und lässt deine ganze linke Seite schön aufgehen. Sehr gut. Atme hier ganz gleichmäßig ein und aus in die linke Seite. Spür, dass die Sitzbeinhöcker geerdet bleiben. Und mit jedem Ausatmen du vielleicht ein bisschen mehr in deine rechte Seite sinken darfst und damit die linke mehr und mehr öffnen darfst. Jawohl. Dein Blick geht so ein bisschen unter dem linken Arm Richtung Decke. Du ziehst die Schulter also ein bisschen mehr zurück. Und da darf der untere Arm so ein bisschen helfen, indem der einen ganz sanften Druck an das innere Bein gibt. Jawohl. Nimm dir auch hier noch 3 schöne Atemzüge. Schau mal, dass deine Beine aktiv bleiben, die Fersen immer noch wegschieben, die Zehen zu dir ziehen. Und komm mit deinem nächsten Einatmen ganz sanft wieder nach oben. Der untere Arm darf ein bisschen helfen. Ausatmen, absetzen. Beide Arme nochmal einatmen, schaff Länge und dreh dich wieder in die Mitte zurück. Ausatmen, wunderbar. Einatmen, nochmal hoch, schaff Länge, lass die Schultern tief und dreh dich nach rechts. Schau dir den rechten Fuß an. Bring den linken Arm innen an dein linkes Bein. Zieh dich einatmen, nochmal lang über die rechte Seite und mit dem Ausatmen schieb dich jetzt mit der rechten Hand zum linken Fuß, schön über dein linkes Bein. Öffne die rechte Seite. Atme immer wieder ein in die Länge und mit dem Ausatmen lass dich tiefer sinken. Und nutze wieder deinen linken Arm an der Innenseite mit sanftem Druck, um dich mehr zu öffnen, um die rechte Schulter mehr nach hinten oben zu holen. Ganz bewusst die Sitzbeinhöcker in den Boden sinken lassen, der Blick unter deinem rechten Arm Richtung Decke und hier ziehst du dich in die Länge. Jawohl. Mal einatmen, ausatmen, geht es vielleicht noch ein bisschen tiefer. Achte schön auf dich, spür, was dein Körper heute kann und möchte. Und dann bleib in deinem Bereich. Atme ruhig. Noch 3-mal ein und aus. Immer wieder an die Öffnung denken, an die rechte Schulter ein bisschen mehr nach hinten holen. Und dann komm mit dem nächsten Einatmen wieder achtsam nach oben zurück, Blick zum rechten Fuß. Ausatmen, setz den rechten Arm ab. Einatmen, schaff Länge. Und dann dreh dich zurück in die Mitte und atme aus. Wunderbar. Hier nochmal einatmen nach oben. Mit dem Ausatmen die Arme tief bringen und dann links und rechts in deine Kniekehle greifen. Und dann holst du dir sanft deine Beine zurück in eine Hocke oder in so eine Kutscherposition und legst dich mit dem Oberkörper einmal sanft darüber, entspannst mal kurz.
Atmest zwei, dreimal tief ein und aus. Jawohl. Und dann kommst du ganz sanft wieder nach oben. Jawohl. Dann kommst du auf deinem Weg in den Vierfüßlerstand. Bringst deine Knie unter deine Hüfte, die Hände unter deine Schultern. Richtest dich hier schön aus. Atmest hier nochmal ein und mit dem Ausatmen schiebst du dich einmal nach oben Richtung Decke, wirst ganz rund im Rücken. Und mit dem Ausatmen lässt du den Bauch Richtung Boden sinken, hebst dein Herz und den Kopf an, nach vorne oben. Und ausatmen, wieder ganz rund werden. Schau Richtung Bauchnabel. Und einatmen, wieder die Länge schaffen. Herz anheben, Steißbein nach hinten oben schieben. Und ausatmen, ganz rund werden. Alles, was den Boden berührt, schiebt dich nach oben hinaus. Nochmal einatmen, Länge über die Körpervorderseite. Zieh die Schultern zum Gesäß zurück. Und ein letztes Mal ausatmen, nach oben schieben, ganz rund werden. Und dann schiebst du dich zurück mit dem Gesäß auf die Fersen. Wanderst mit deinen Händen so weit nach vorne, wie deine Arme lang sind. Und saugst dich mit den Fingerspitzen noch so ein kleines bisschen mehr nach vorne. Atmest hier nochmal schön ein in deine Körperrückseite, lässt dich ausatmen, nochmal tief in den Schoß sinken und kommst dann mit dem nächsten Einatmen mit den Schultern wieder über deine Handgelenke. Jawohl, schaffst nochmal die Länge, hebst Kopf und Schulter nochmal an und stellst hinten deine Füße auf. Mit dem Ausatmen werde nochmal rund und schieb dich weit nach hinten zurück. Einatmen, drück die Hände fest in den Boden, heb die Knie an und mit dem Ausatmen lass dein Gesäß sich nach hinten oben anheben. Jawohl, die Knie bleiben noch gebeugt, ganz entspannt und du schiebst nochmal mit den Händen in den Boden und schiebst dich in die Länge bis Richtung Steißbein. Deine Sitzbeinhöcker, dein Steißbein wandern nach hinten oben Richtung Decke. Der Kopf bleibt schön zwischen den Oberarmen und deine Schultern fließen aber am Rücken entlang Richtung Gesäß, sodass der Nacken ganz groß, ganz lang und frei wird. Dein Bauchnabel ist aktiv, zieht sich wieder nach innen und oben. Und erst dann kannst du versuchen, mal so ein bisschen im Wechsel erstmal deine Beine in die Länge zu bringen. Wir haben die heute schon ganz gut vorbereitet, von daher müsste das heute ganz gut gehen. Einmal im Wechsel schön die Fersen in den Boden schieben, gerne auch ein bisschen außen und innen aufsetzen. Und dann kommst du langsam wieder zurück in die Mitte, atmest hier mal ein und bringst dich ganz nach oben auf die Zehenspitzen, lässt dich langsam über die Füße nach unten gleiten und schiebst die Kniekehlen ein bisschen mehr nach hinten. Schaffst auch da in der Beinrückseite nochmal schön die Länge. Jawohl. Dann kommst du einatmend wieder hoch auf deine Zehenballen, nimmst den Blick zwischen die Hände und läufst langsam nach vorne zwischen deine Hände. Atmest nochmal aus in die tiefe Vorbeuge. Beugst dann deine Knie, legst den Bauch auf die Oberschenkel, richtest den Oberkörper lang nach vorne auf, atmest ein und kommst nach oben in den Stand. Ausatmen, über die Seite tief. Wunderbar. So, ich hoffe, ihr seid alle vorne angekommen an eurer Matte. Schaut mal, dass ihr so ungefähr eine Fußlänge Abstand habt zum Mattenanfang. Die Füße relativ eng nebeneinander stehen und du nochmal so ein bisschen dein Fundament unter den Füßen dir bewusst machst. Hebst mal die Zehen an, bewegst dich mal so ein bisschen vor und zurück und spürst, dass dann die Ferse und der Fußballen gleichmäßig belastet sind. Legst die Zehen wieder ab, bringst Spannung in die Beine, hebst die Kniescheiben an, ziehst den Bauchnabel nach innen und oben, hebst dein Herz an, nimmst die Schultern zurück und ziehst nochmal die Krone des Kopfes schön nach oben in den Himmel. Von hier aus atmest du wieder ein, über die Seite nach oben, mit dem Ausatmen über die Seite wieder tief. Achtung, mit dem Einatmen gehen die Arme nach oben und du löst deine rechte Ferse vom Boden ab, nur noch auf der Zehenspitze stehen, jawohl, mit dem Ausatmen wieder absetzen. Sehr gut. Einatmen, heb mal die linke Ferse an, verlager das Gewicht auf rechts und ausatmen, wieder absetzen. Sehr schön. Nochmal einatmen, rechte Ferse lösen und vielleicht auch die Zehenspitzen mit lösen. Spür mal, wie deine Stabilität heute ist
und ausatmen, wieder absetzen. Einatmen, nimm links mit nach oben und löse, wenn du kannst, den ganzen Fuß vom Boden. Ausatmen, wieder absetzen. Atme jetzt ein hier, bleib hier. Und mit dem Ausatmen schieb dein Herz nach vorne bis in den Klippenspringer. Lange Rücken, lange Beine und die ganze Rückseite wahrnehmen. Geh bis an den Punkt, wo der Körper Stopp sagt. Und dann kommst du einatmen, wieder hoch. Ausatmen, die Arme über die Seite tief. Achtung, einatmen, heb dein rechtes Bein wieder mit an. Vorsichtig und wenn du kannst, ein bisschen höher. Jawohl. Ausatmen, setz ab. Einatmen, bring links nach oben. Jawohl. Ausatmen, wieder absetzen. Atme ein mit beiden Armen nach oben, Achtung, und schieb dein Herz nach vorne. Ausatmen, tief, bis in den Klippenspringer. Und wenn es dann nicht mehr weitergeht, gib dein Knien ein bisschen nach und geh in die tiefe Vorbeuge. Komm einatmen in die Tischposition. Schaff hier wieder einen langen Rücken. Ausatmen, tief. Einatmen, mit langem Rücken wieder nach oben. Sehr schön. Ausatmen, über die Seite wieder ausatmen. Achtung, mit dem Einatmen heb wieder dein rechtes Bein an. Zieh die Knie, die Füße ein bisschen Richtung Knie. Jawohl. Und jetzt mit dem Ausatmen einmal die Hände vor dein Herz. Spür mal die Stabilität auf deinem linken Bein. Zieh mal mit dem nächsten Ausatmen dein rechtes Knie noch ein bisschen höher, den Bauchnabel intensiver nach innen und bleib hier schön stehen. Atme ein, schieb die Arme wieder nach oben. Mit dem Ausatmen setz rechts wieder ab. Atme ein, nimm dein linkes Bein mit nach oben. Leg die Hände über dir zusammen, mit dem Ausatmen die Hände vor dein Herz und dein Knie noch ein bisschen höher. Jawohl, ganz stabil auf deinem Bein stehen. Einatmen, wieder hoch, schaff Länge und ausatmen, setz dein linkes Bein ab. Atme ein, komm nach oben mit beiden Armen und schieb ausatmend dein Herz weit nach vorne, geh in die tiefe Vorbeuge. Atme ein, in die Tischposition. Atme aus, tiefe Vorbeuge. Erde deine Hände und atme ein und schieb dein rechtes Bein mit einem großen Ausfallschritt nach hinten. Lass ausatmen, deine Hüfte tief nach unten sinken. Erde deine rechte Hand und komm einatmen mit links in den Easy Twist. Schau deiner linken Hand hinterher Richtung Decke. Bleib lang im rechten Bein und mit dem Ausatmen setz die linke Hand wieder ab. Atme ein, bring die Mitte etwas höher und atme aus. Stell den linken Fuß zurück zum rechten. Beug die Knie und schieb dich mit dem Einatmen von den Händen bis zum Steißbein nach hinten oben hinaus, die Schultern Richtung Gesäß, ausatmen, Länge in die Beine, im herabschauenden Hund. Wunderbar. Lass die linke Ferse so tief wie möglich, atme ein und nimm dein rechtes Bein mit nach oben in den dreibeinigen Hund. Lass die Hüfte parallel zum Boden ausgerichtet, die Fußspitze zeigt zum Boden. Dann kommst du einatmend hoch auf den linken Fuß, drückst dich raus aus dem Boden, schaust zwischen die Hände und setzt mit dem Ausatmen deinen rechten Fuß wieder zwischen beide Hände. Einatmen, kommt links daneben, ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, kommst du mit langem Rücken nach oben, ausatmen, über die Seite tief, sehr schön. Achtung, einatmen, nimm dein linkes Bein mit nach oben. Ausatmen, die Hände vor dein Herz und zieh das Knie noch etwas höher. Sehr schön. Atme ein, schieb die Arme wieder hoch. Atme aus und setz ab. Einatmen, nimm rechts mit nach oben. Ausatmen, Hände vor dein Herz und das Knie etwas höher. Bauchnabel richtig schön nach innen ziehen. Einatmen, gehen die Arme wieder lang nach oben und ausatmen, setz ab. Atme ein, mit beiden Armen nach oben, ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, Tischposition, ausatmen, tiefe Vorbeuge, Hände erden. Einatmen, geht dein linkes Bein weit nach hinten in den großen Ausfallschritt. Ausatmen, sinkt deine Hüfte tief und du erdest deine linke Hand.
Atmest ein über die rechte Seite in den Easy Twist, schaust der Hand hinterher, bleibst lang im rechten Bein und ausatmen, langsam wieder tief. Einatmen, heb die Mitte an und löse ausatmend den rechten Fuß und setz ihn zurück zum linken. Beug die Knie, schieb dich einatmend weit nach hinten oben, lass die Schultern weg von den Uhren, Bauch aktiv und ausatmen, schieb die Beine in die Länge. Wunderbar. Lass den rechten Fuß so tief wie möglich schön geerdet und dann kommst du einatmend links nach oben in den dreibeinigen Hund. Drückst richtig schön die Ferse weg, als würdest du einen Abdruck machen wollen hinten oben. Die Zehenspitze zeigt nach unten. Die Hüfte bleibt parallel zum Boden ausgerichtet. Mit deinem nächsten Einatmen drückst du dich hoch auf den rechten Fußballen, schaust zwischen deine Hände und mit dem Ausatmen setzt du deinen linken Fuß zwischen deine Hände. Einatmen kommt rechts daneben und ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen kommt mit langem Rücken nach oben. Ausatmen über die Seite tief, sehr schön. Einmal kurz hier mein Kabel ein bisschen ziehen. Gut. Okay, so, dürft ihr einmal durchatmen, euch mal sammeln, wenn ich mich hier gerade so ein bisschen sortiere. Und dann geht's weiter. Sehr gut. Atme hier wieder ein, über die Seite nach oben. Atme aus, Arme nochmal tief. Achtung, einatmen, nimm dein rechtes Bein mit nach oben. Mit dem Ausatmen zieh die Hände vor dein Herz und zieh dein Knie noch etwas höher. Bleib ganz stabil, zieh den Bauchnabel schön nach innen. Jawohl, mit deinem nächsten Einatmen schiebst du dein rechtes Bein nach hinten hinaus. Dein Oberkörper bleibt vorne so ein bisschen angehoben, wie in so einer Kuhposition. Jawohl, schau mal, dass dein Becken parallel bleibt zum Boden, Zehenspitze nach unten zeigt und du deine Ferse wieder nach hinten schiebst und einen schönen Abdruck machst. Wunderbar, sehr gut, bleib hier. Mit deinem nächsten Einatmen holst du dein Bein wieder nach vorne oben. Jawohl. Ausatmen, drückst du dich nochmal schön mit dem linken Fuß in den Boden und nach oben ab. Und dann kommst du einatmen mit beiden Armen wieder hoch und ausatmen, setzt den rechten Fuß ab. Einatmen mit beiden Armen nach oben, Achtung, ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, Tischposition. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, geht ein rechtes Bein, großen Schritt zurück. Ausatmen, tief in der Hüfte Länge schaffen. Erde die rechte Hand und dann komm einatmen über die linke Seite nach oben in den Easy Twist. Schau wieder hinterher, öffne dich. Und mit dem Ausatmen setz deine linke Hand ab. Einatmen, schaff Höhe. Und mit dem Ausatmen setzt den linken Fuß zurück zum rechten. Beugt die Knie, atme ein, schaffe Länge von den Händen bis zum Steißbein und ausatmen, schaffe Länge in den Beinen. Nimm dir hier einen Atemzug. Jawohl. Und dann lass den linken Fuß wieder geerdet. Atme ein und nimm dein rechtes Bein weit nach hinten oben. Wunderbar. Und dann öffne deine Hüfte und dreh den rechten Fuß nach außen. Lass die Zehenspitzen nach außen gucken und zieh die Fußaußenkante nach oben in die Decke. Sehr schön. Richtig weit öffnen. Deine Achselhöhlen bleiben parallel zum Boden ausgerichtet. Atme nochmal ein, heb das Bein noch ein bisschen höher. Mit dem Ausatmen lass die Ferse zum Gesäß sinken. Einatmen, zieh dein Knie noch ein bisschen höher. Jawohl. Beim nächsten Einatmen bringst du wieder die Länge in das Bein. Ausatmen, schließt du die Hüfte, die Fußspitzen nach unten. Einatmen, kommst du links auf den Zehenballen, Blick zwischen deine Hände. Und ausatmen, kommt dein rechter Fuß nach vorn zwischen deine Hände. Einatmen, links daneben. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, kommst du mit langem Rücken nach oben. Ausatmen, über die Seite tief, sehr gut. Einatmen, nimm dein linkes Bein mit nach oben.
Hände über dir zusammenlegen. Mit dem Ausatmen die Hände vor dein Herz, dein Knie etwas höher ziehen, Bauch ganz aktiv. Jawohl. Mit dem nächsten Einatmen schiebst du dein linkes Bein nach hinten hinaus. Wunderbar, in den Krieger 3. Die Hüfte bleibt parallel zum Boden, Zehenspitze Richtung Boden ausgerichtet. Finde die Ruhe, deine Mitte, deine Balance und halte. Atme ruhig. Jawohl, lass den Oberkörper nicht nach unten fallen, sondern zieh ihn wieder so ein bisschen nach oben. Schultern Richtung Gesäß, Bauchnabel nach innen. Wunderbar, atme nochmal ein, schieb nochmal weg und mit dem Ausatmen hol dein Knie wieder nach vorne oben. Einatmen, schieb die Arme lang hoch und mit dem Ausatmen setz ab. Atme ein, ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, Tischposition. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Hände bleiben geerdet. Einatmen, geht links. Den großen Schritt zurück in den Ausfallschritt. Ausatmen, tief in der Hüfte. Linke Hand geerdet. Und dann einatmen, über rechts in den Easy Twist. Öffne dich hier schön. Bleib hinten lang, in der Mitte tief. Und ausatmen, setz wieder ab. Atme ein, schaff Höhe und mit dem Ausatmen setz den rechten Fuß zurück. Beug die Knie, schieb dein Po nach hinten oben hinaus. Und mit dem Ausatmen bring die Länge in die Beine. Lass die Schultern ganz bewusst wieder Richtung Gesäß wandern. Schau mal, dass der Kopf nicht hängt, sondern schön zwischen den Oberarmen bleibt. Und dann bleibt auch dein rechter Fuß wieder richtig schön geerdet. Und du atmest ein mit links nach oben in den dreibeinigen Hund. Noch ist die Hüfte parallel zum Boden. Du schiebst dich nochmal richtig schön nach hinten oben raus. Und mit deinem nächsten Einatmen öffnest du die Hüfte. Drehst den Fuß aus. Hebst die Fußaußenkante Richtung Decke an. Und mit dem Ausatmen lässt du die Ferse zum Gesäß sinken. Einatmen, ziehst du das Knie vielleicht noch ein bisschen höher und lässt dich hier nochmal schön da reinsinken. Wunderbar, bleib noch hier ein Atemzug. Mit dem nächsten Einatmen streck das Bein wieder lang nach oben. Ausatmen, schließ die Hüfte und dann komm einatmen hoch auf den rechten Fuß, schau zwischen die Hände und bring ausatmen den linken wieder nach vorne. Einatmen, rechts daneben, ausatmen, tief in die Vorbeuge. Komm, einatmen, wieder lang nach oben, ausatmen, über die Seite tief. Letzte Runde auf jeder Seite. Sehr schön. Atme hier nochmal ein und dann nimm dein rechtes Bein wieder mit nach oben. Ausatmen, Hände vor dein Herz. Jawohl, zieh dabei immer noch mal aktiv den Bauchnabel schön nach innen, dein Bein noch ein bisschen höher, Schultern zurück. Mit deinem nächsten Einatmen schiebst du dein rechtes Bein nach hinten hinaus. Jawohl, Oberkörper vorne, oben halten, Hüfte bleibt parallel zum Boden. Und jetzt darfst du mal versuchen, deine Arme vielleicht in die Position nach hinten zu bringen oder vielleicht auch zu öffnen. Oder vielleicht sogar nach vorne zu bringen, um noch mehr Länge da reinzubringen. Du entscheidest, welche Position der Arme für dich gut ist heute. Jawohl. Noch einmal einatmen, schieb die Ferse nochmal weg. Und dann komm ausatmend wieder mit dem Knie nach vorne oben. Einatmen, Länge über die Arme, weit nach oben strecken. Und ausatmen, setz ab. Einatmen, beide Arme nach oben, ausatmen, tiefe Vorbeuge. Einatmen, Tischposition. Ausatmen, tief in die Vorbeuge. Einatmen, rechts den großen Ausfallschritt zurück. Ausatmen, tief in deiner Mitte, erde die rechte Hand und atme ein über links in den Easy Twist. Jawohl. Ausatmen, tief, setz die linke Hand wieder ab. Einatmen, schaff Höhe und mit dem Ausatmen
Setz den linken Fuß zurück in den herabschauenden Hund. Knie beugen, einatmen, Länge im Oberkörper, ausatmen, Länge in die Beine. Dann komm einatmen, mit rechts nach oben in den dreibeinigen Hund. Lass die linke Seite schön geerdet. Jawohl, atme ein, öffne die rechte Hüfte, heb die Fußaußenkante an in die Decke und ausatmen, lass die Ferse sinken. Atme nochmal ein und zieh das Knie ein bisschen höher, lass ausatmen, die Ferse noch ein bisschen mehr sinken. Einatmen, streck das rechte Bein, ausatmen, schließ die Hüfte. Komm einatmen, hoch auf den linken Fußballen und dann zieh ausatmen, dein rechtes Knie zur Nasenspitze, die Schultern über die Handgelenke, drück dich nach oben hinaus. Atme ein, nochmal nach hinten oben. Wunderbar, Achtung, mit dem Ausatmen zieh dein rechtes Knie zum linken Ellenbogen. Sehr gut. Einatmen, nochmal nach hinten oben. Und ausatmen, nochmal das Knie zum linken Ellenbogen. Und jetzt streckst du das Bein und stellst den rechten Fuß neben die linke Hand außen. Jawohl. Streckst beide Beine, die Füße drücken fest in den Boden. Und dann atmest du ein, nochmal über links. Dich weit öffnen. Und alles, was am Boden steht, schiebt dich nach oben hinaus. Sehr gut. Ausatmen, bring die linke Hand zum Boden zurück. Atme ein, das rechte Bein nach hinten oben. Schau zwischen die Hände und mit dem Ausatmen kommt der rechte Fuß zwischen deine Hände. Einatmen, links daneben und ausatmen, tief in die Vorbeuge. Einatmen, komm nach oben. Ausatmen, Arme wieder tief. Letzte Mal, einatmen, nimm das linke Bein mit hoch. Ausatmen, Hände vor dein Herz, das Knie noch ein bisschen höher, den Bauch noch aktiver. Und einatmen, schieb das linke Bein weit nach hinten raus. Oberkörper bleibt oben, Schultern Richtung Gesäß. Und du darfst wieder entscheiden, ob du die Arme vielleicht nach hinten nimmst, nach außen oder vielleicht nach vorne. Und dann wieder zurück vor dein Herz. Atme nochmal ein, schieb den Fuß nochmal weit nach hinten und mit dem Ausatmen zieh dein Knie wieder vorne hoch, Bauch ganz aktiv nach innen. Einatmen, die Arme lang nach oben und mit dem Ausatmen setz wieder ab. Einatmen, beide Arme hoch, ausatmen, tiefe Vorbeuge. Hände erden, einatmen, Tischposition, ausatmen, wieder tief. Einatmen, geht links, den großen Schritt zurück. Ausatmen, tiefe Hüfte. Erde die linke Hand. Atme ein über rechts, easy twist. Öffne dich ganz schön. Ausatmen, wieder absetzen. Einatmen, Höhe in der Mitte. Und ausatmen, rechter Fuß zurück, herabschauender Hund. Beug die Knie. Einatmen, Länge im Oberkörper. Ausatmen, Länge in die Beine. Der rechte Fuß bleibt geerdet. Einatmen links in den dreibeinigen Hund. Ausatmen, nochmal richtig schön die rechte Ferse nach unten sinken lassen. Und mit deinem nächsten Einatmen öffnest du deine linke Hüfte. Drehst die Fußaußenkante zur Decke. Mit dem Ausatmen sinkt die Ferse zum Gesäß. Einatmen, ziehst du das linke Knie noch ein bisschen mehr nach oben in die Decke. Und ausatmen, die Ferse noch ein bisschen tiefer. Einatmen, schaff wieder Länge, ausatmen, schließ die Hüfte und einatmen, hoch auf den rechten Fuß, ausatmen, Knie zur Nasenspitze. Einatmen, dreibeiniger Hund, ausatmen, linkes Knie zum rechten Ellenbogen. Jawohl, einatmen, wieder dreibeiniger Hund. Achtung, nochmal, ausatmen, linkes Knie, rechter Ellenbogen und jetzt stell den linken Fuß neben deine rechte Hand. Atme ein, schieb dich nochmal schön nach oben raus und dann löst die rechte Hand und atme ein. Öffne dich nochmal. Alles, was am Boden steht, drückt dich nach oben raus und du schaust deiner Hand hinterher. Atme aus, setz die rechte Hand wieder ab. Atme ein, dreibeiniger Hund.
Bleib schön hoch auf dem rechten Fuß, schau zwischen die Hände. Mit dem Ausatmen setz den linken Fuß zwischen deine Hände. Einatmen, rechts daneben. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Komm einatmen mit langem Rücken nach oben in deine aufrechte Position. Achtung, Hände zusammen und ausatmen vor dein Herz. Und jetzt bleib hier, schließ deine Augen und nimm dich wahr. Atme durch die Nase ein und aus. Spür deinen Körper. Spür deinen Atem. Und spür deinen Herzschlag. Geh einmal für ein paar Atemzüge wie ein Beobachter durch deinen Körper und nimm dich einmal komplett wahr in deinen Füßen, deinen Beinen, dein Becken, dein ganzer Rumpf, Arme und Schultern und natürlich dein Kopf. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug, ausatmen, öffne deine Augen wieder und dann atme ein und schieb die Arme nochmal weit nach oben. Ausatmen, tiefe Vorbeuge. Atme ein, bring den rechten Fuß weit nach hinten in den Ausfallschritt. Ausatmen, links daneben. Herabschauender Hund. Bleib nochmal hier, nimm den nochmal für zwei Atemzüge, um dich nochmal wahrzunehmen. Und dann kommst du einatmend hoch auf beide Fußballen, beugst ausatmend die Knie und setzt sie sanft am Boden ab. Legst die Füße lang nach hinten ab und schiebst dich einmal weit zurück in die Position des Kindes und nimmst deine Arme gerne mal rechts und links mit neben deine Beine. Wirst ganz klein, legst die Stirn am Boden ab oder wenn der Boden zu weit weg ist, auf einem Kissen oder einem Block. Und atmest mal so richtig schön in deine Rückseite. Lässt mit jedem Ausatmen Schultern, Schulterblätter nach außen, unten sinken. Noch zweimal ein- und ausatmen. Und dann setzt du ganz langsam deine Hände neben deinen Knien auf, kommst mit deinem nächsten Einatmen Wirbel für Wirbel nach oben in deinen Fersensitz, rollst dich auf. Wunderbar, gut. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr dürft euch jetzt aus dieser Position heraus einmal auf eurem ganz eigenen Weg in die Rückenlage begeben, gerne auf dem Weg dahin euch was überziehen, ein paar Söckchen überziehen oder ein Pullover überziehen, sodass euch warm bleibt und ihr euch wohlfühlt zur Entspannung. Wunderbar. So, und dann bring dich einmal in diese Position. Jawohl. Ich gebe euch ein bisschen Zeit dafür, dass ihr euch anziehen könnt, jawohl, vielleicht sogar eine Decke bereitlegen könnt und dann in eure Rückenlage gehen dürft. Und wenn ihr in dieser Rückenlage ankommt und das Bedürfnis habt, noch irgendwie eine Bewegung zu machen, die Beine vielleicht nochmal so ein bisschen rechts, links hin und her zu schaukeln, die Knie nochmal so ein bisschen rechts, links hin und her zu schaukeln, das Becken, was auch immer, dann tut diese Bewegung jetzt. Vielleicht wollt ihr euch auch nochmal strecken davor. Jawohl. Und dann kommt ihr ganz achtsam in unsere Abschlussposition Shavasana, in der ihr die Beine möglichst lang ausstreckt. Wenn ihr Probleme im unteren Rücken habt, könnt ihr sie auch anstellen und die Knie aneinander legen, sodass der untere Rücken entspannter liegt. Aber wenn ihr könnt, streckt die Beine aus, geöffnet, sodass die Oberschenkel, Innenseiten sich nicht berühren.
Deine Arme liegen rechts und links neben deinem Oberkörper, auch ohne Kontakt und mit geöffneten Handinnenflächen Richtung Himmel. Dann nimmst du nochmal ganz bewusst wahr, dass deine Schultern entspannt liegen, dein Nacken frei ist. Vielleicht ziehst du die Schultern auch noch ein bisschen nach unten. Und wenn der Nacken sich noch nicht so richtig gut anfühlt, dann heb den Kopf nochmal ganz sanft an, zieh das Kinn etwas Richtung Brustbein und leg dann den Nacken gestreckter ab. Schließ deine Augen. Atme hier nochmal ganz tief ein durch die Nase und über den Mund lass gerne so einen ganz herzhaften Seufzer los, um die ganze Anspannung gehen zu lassen. Nochmal tief einatmen. Gerne nochmal. Und dann lass deinen Atem fließen. Ganz gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Du musst nichts mehr mit deinem Atem tun. Du lässt ihn ganz natürlich kommen und gehen. Nimmst ihn wahr, aber bewertest nicht. Und dann nimmst du dich einmal wahr, wie du liegst. Spürst deinen Körper und spürst mal hinein in deine Füße, in deine Beine und gibst diesen mal die Erlaubnis, komplett loszulassen. Vielleicht spürst du, wie deine Füße sich sanft nach außen bewegen. Deine Beine weicher werden, die Kniescheiben entspannt werden. Lass alles los. Spür, wie dein Gesäß weich wird. Dein Becken Richtung Boden sinken darf. Und dann nimm mal deine Arme wahr, deine Hände und gib auch diesen die Erlaubnis, alles loslassen zu dürfen. Nimm wahr, wie sie entspannt in den Boden sinken, schwerer werden. Und dann spür deinen Rumpf, spür deine Wirbelsäule. Und nimm auch da wahr, wie du mit jedem Ausatmen ein bisschen mehr loslassen kannst, sodass die Berührung zum Boden, zu deiner Unterlage hin, deiner Wirbelsäule immer mehr wird. Vor allen Dingen im unteren Rücken lass los, lass die Anspannung los. Sei der Beobachter, der das wahrnimmt und sei wie so ein Wanderer, der durch den Körper geht und überall die Erlaubnis gibt, loszulassen. Wandere bis nach oben zu deinem Nacken und lass auch da nochmal bewusst den ganzen Schulter-Nackenbereich los, ganz entspannt. Und dann lasse ich die Entspannung ausbreiten auf deinen ganzen Kopf,
Deine ganze Kopfhaut entspannt sich. Du spürst Weite, Raum, der entsteht. Deine Ohren entspannen sich. Deine Nase. Deine Augen werden ruhiger hinter deinen Lidern. Und dann lässt du mal den ganzen Druck in deinem Kiefer los. Ober- und Unterkiefer liegen nur noch sanft aufeinander. Deine Zunge ist ganz entspannt im Gaumen abgelegt. Und dein ganzes Gesicht entspannt sich. Dann sei ganz bei dir, ganz bei deinem Atem, den du beobachtest, wie er kommt und geht. Du lässt immer mehr los, bist entspannter und dein Körper darf immer mehr in deine Unterlage sinken. Bleib für ein paar Atemzüge ganz in Ruhe und Stille bei dir. Dein Atem kommt und geht ganz natürlich als Geschenk, für das du nichts tun musst. Er kommt ganz regelmäßig, wie selbstverständlich, immer wieder. Nimm jetzt bewusster wahr, wie dein Atem kommt und geht. Nimm diese sanfte Bewegung in deinem Brustraum wahr. Das Heben und Senken, ausgelöst durch deinen Atem. Und nimm auch das Heben und Senken deiner Bauchdecke wahr. Und dann lass diese sanfte Bewegung im Bauch- und Brustraum größer werden, indem du etwas tiefer einatmest. Wieder ein bisschen mehr Energie in deinen Körper bringst. Alles nochmal ausatmest, was verbraucht ist, was du nicht mehr brauchst. Und nochmal tiefer einatmest. Spürst, wie dich Brustraum weitet, dein Bauch sich schön füllt und hebt. Und nochmal alles loslassen. Und dann atmest du einmal ganz tief ein, so viel wie du kannst. Füllst die Räume maximal aus, hältst es für einen Moment bei dir fest und lässt dann alles ganz bewusst nochmal gehen. Und dann lass den Atem wieder zu dir kommen, ganz natürlich, und nimm deinen Körper mehr wahr. Weck ihn ganz sanft auf, indem du anfängst, deine Finger zu bewegen, deine Zehen,
deine Hände und deine Füße. Beweg ganz sanft Arme und Beine und folge da ganz deiner Intuition und mach die Bewegung, die dir gut tun. Vielleicht streckst und reckst du dich. Vielleicht machst du dich ganz klein und rund nochmal zu einem Päckchen. Mach das, was dir jetzt gut tut. Und danach bring dich noch einmal auf deine Lieblingskörperseite. Zieh die Knie eng ran. Nimm den Blick nochmal nach innen. Nimm nochmal dein Herz wahr. Die Liebe in deinem Herzen, die Dankbarkeit und das Vertrauen zu dir. Und dann hilf dir mit deinen Armen, mit geschlossenen Augen nach oben in deinen Sitz. Egal wie dieser Sitz jetzt aussieht, der soll einfach nur jetzt genau richtig sein für dich. Der nochmal die Möglichkeit geben, dich aufzurichten. Und in dieser Aufrichtung atme nochmal ein, nimm die Arme mit nach oben, werde groß, reck und streck dich nochmal. Und bring die Hände über dir zusammen und dann mit dem Ausatmen vor dein Herz. Die Daumen auf dein Brustbein, die Schultern tief. Atme hier nochmal ein in die Aufrichtung und nochmal aus. Und dann lasst uns die Stunde mit dreimal Om hier beenden. Atme dafür nochmal vollständig ein. Alles aus. Atme ein. Lass dein Kinn nach unten sinken, die Stirn zu den Fingerspitzen. Und bedank dich bei dir selbst. Bedank dich für deine Energie, für deine Zeit, die du dir genommen hast, um dich um dich, deinen Körper, deine Seele und deinen Geist zu kümmern. Bedank dich für all das, was du in dieser Woche schon geschafft hast, für all das Gute, mit dem du in das Jahr gestartet bist. Und sei voller Vertrauen darin, dass auch dieses neue Jahr ganz viele schöne, positive Dinge bringen wird. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr auch in diesem Jahr mir euer Vertrauen schenkt, mit mir Zeit verbringt, um Yoga zu machen. Und ich bin dankbar, dass es euch gibt. Öffne ganz langsam, blinzeln deine Augen, komm zurück in deinen Raum, der Blick wird wieder klar. Nimm dein Lächeln mit in dein Gesicht und in dein neues Jahr und in den Abend oder Tag, wo du auch immer bist, und heb den Blick an. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mitgemacht habt. Namaste. Wünsche euch einen wunderschönen Abend oder restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal, eure Katrin. Danke.